Ruhrlauf! Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trails Sim World 3, der Danny spielt das. Wir haben heute um 5 Uhr morgens in der Früh die ehrenvolle Aufgabe, eine S-Bahn zu fahren. Und zwar müssen wir dafür erstmal den Bahnsteig wechseln. Ihr seht das Wetter, ihr könnt es erahnen, wo es hinführt. Dann bin ich überhaupt richtig? Weiß ich gar nicht. Nee, siehst du? Muss jetzt hier runter, oder? Jetzt habe ich auch noch glatt verlaufen hier am Bahnhof. Gibt's das? Ja, ich bin schon richtig. Habe ich eine Abkürzung genommen. Normalerweise geht es auch, glaube ich, unter eine Unterführung durch. Aber, ja. Muss jetzt hier runter, oder wie? Vier, fünf. Hier ist doch unser Zug. Gehen Sie hinüber zum Bahnsteig 5. Hier bin ich doch. Ganz schön am Gewittern hier. Willkommen in Wuppertal. Warten Sie auf den frühen Morgenzug der S8 nach Hagen, wo ein Lokführerwechsel stattfinden soll. Ah, unser Zug kommt noch reingefahren. Da kommt er schon. Eine schöne BR 422 ist das, glaube ich. Zusätzlich ist zu beachten, dass für das Gebiet eine Sturmwarnung in Kraft ist. Starke Regenfälle und starker Wind schlagen auf das Gelände ein und es ist möglich, dass die umgebenden Strukturen beschädigt werden. Ja, dann sind wir mal gespannt, ob wir unsere Fahrt hier überhaupt heile und vernünftig durchführen können. Machen hier mal ein kleines, schickes, hübsches Foto, würde ich sagen, oder? Was haltet ihr davon, wenn hier mal nicht so viele laufen würden? So, dann hinein in den Zug, bevor wir uns hier noch den Tod holen. Oder eine Erkältung. So. Öffne die Tür. Eieiei, hier plätschert es aber ganz gut aufs Dach. Machen wir mal die Tür zu. Na. Ach, komm. Kein Bock. Vorwärts. So. Türen verriegeln. Mach trotzdem nochmal die Tür zu hier. Gibt's ja gar nicht. So. So wollte ich's haben. So, auf geht's. Aber vorher müssen wir natürlich noch die Schallmische anmachen, weil sonst gibt's ja überhaupt nichts hier. So. Beleuchtung, Fahrgastraum. Führerstandsbeleuchtung. Machen wir mal auf heller Lichtstrahl. Fensterheizung ein. Das brauchen wir nicht. So, auf geht's. Erste Station, Wuppertal. Unterbarmen. Ihr seht, es ist ziemlich heftig am Regnen. Also es ist ein wirklich amtlicher Sturm. Jetzt habe ich die Zugsicherungssysteme vergessen in der Aufregung. Muss ich dann gleich beim nächsten Bahnhof einschalten. Habe ich jetzt wirklich in der Eile vergessen, muss ich wirklich gestehen. Aber ich kann ja schon mal gucken, wo ist die. Hat der überhaupt PTB und so? Ja, ne, oder? Ich wüsste jetzt gerade gar nicht, wo das einzuschalten ist. Muss ich ehrlich gestehen. Allzu schnell wollen wir jetzt nicht mehr werden. Weil wir jetzt gleich schon den ersten Haltepunkt erreichen haben.
So, da sind wir schon im Wuppertal-Unterbarmen. Eine Minute zu spät, aber naja, so ist das halt. So, jetzt schaue ich gerade mal, ob ich das hier geregelt kriege. Der PZB und SIFA, aber befürchte nicht. Ich wüsste jetzt wirklich nicht, wo ich das jetzt hier so schnell einschalten kann. Muss ich ehrlich gestehen, also da bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt. Alle Einheiten. Erste Einheit. Sorry, aber da bin ich jetzt gerade überfragt. Lass mal das mal einfach. So, auf geht's. Nächste Station wäre dann Wuppertal-Barmen, welchen wir um 5.07 Uhr erreichen sollen. Ihr seht es blitzen, also ist es hier wirklich ordentlich Sturm. Aber nichtsdestotrotz müssen wir unseren Zug hier pünktlich an die Bahnhöfe bringen, damit die Leute auch pünktlich zu ihrer Arbeit kommen und zur Schule. Wobei um 5 Uhr wird noch niemand zur Schule fahren, glaube ich nicht. So, damit wären wir schon in Wuppertal-Barmen. So, öffne die Türen. Ist das ein fieses Wetter, oder? Junge Maria. Das ist doch mal ein schickes Foto, oder? Türen verriegeln. Und da hört ich es donnern. So, ab nach Oberbahn. Ihr entschuldigt bitte, dass ich diesmal ohne Zugsicherungssysteme fahre, aber ich weiß jetzt wirklich nicht, wo ich die hier finde. Ehrlich gesagt, muss ich wirklich gestehen. Ei. So, gleich 60.
Wir hinken eine Zeit ein wenig hinterher, aber ich finde das jetzt gar nicht so schlimm. Oh, habt ihr es gesehen? Wahnsinn. So. Auch das hätten wir geschafft. Gucken, was hier auf dem Anzeiger steht. 5:10 Uhr, Wuppertal, Langenfeld, Schwelm-West, Schwelm, Hagen, Westerbauer. Das wird unser Zug sein. Ja, es steht tatsächlich 5:10 Uhr drauf. Also genau das, wie wir auch angekommen sind. Also das stimmt auf jeden Fall sehr. So. Fahren übrigens in Doppeltraktion. Sehr, sehr schön. So, 60. Jetzt hier leicht den Berg hoch. Steigung von 2,4%. Holla, holla, holla. Ja, auch wieder schön die Graffiti-Beschmierung an der Mauer. Da frage ich mich immer wieder, wer bringt sich da so in Lebensgefahr? So, auch das hätten wir geschafft. Mein Gott, ist das am Gießen. Wahnsinn. Also wenn ihr wisst, wie in der Baureihe 422 die Zugsicherungssysteme aktiviert werden, sagt mir gerne Bescheid. Ich habe da leider keine Ahnung von. Nächste Station, Schwelm West.
Bin gespannt, ob wir überhaupt in Hagen ankommen werden. Weil es waren ja Streckensperrungen oder beziehungsweise Warnungen davor, dass sich die Strukturen zum Negativen verändern könnten aufgrund des Sturms. Und wie gesagt, da bin ich echt mal gespannt, ob wir überhaupt den ganzen Weg fahren können. So, nächste Station Schwelm West, da sind wir dann jetzt auch. Den haben wir wieder mal relativ pünktlich erreicht. Das ist immer so ein Hin und Her, ob pünktlich oder doch verspätet. So, dann kommt jetzt Schwelm. Dann dürfte Hagen auch gar nicht mehr so weit weg sein. So, da entschwindet sie. Während es donnert und donnert und donnert. So, hier sind wir wieder mal unpünktlich. Naja. Stopp, 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 stopp. Hahaha, das ist ein rotes Signal um Himmels Willen. So, Türen entriegeln. Ich versuche mal hier rauszugehen. Vielleicht fangen wir ja irgendwo Blitz ein. Das wäre jetzt natürlich mega. So als Screenshot. Boah, das ist schon echt Glückssache. Das einzufangen ist ein Lottogewinn. Komm schon. Ja, vielleicht haben wir ihn? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Du störst. Zu spät, oder? Ich weiß es nicht.
Ich weiß es nicht, ich muss mir die Fotos nachher angucken. So, was haben wir jetzt zu tun? Die Türen verriegeln, das machen wir. So, auf geht's nach Gevelsberg. So. Wunderschön durch den Tunnel. So, aber einen Blitz einzufangen, das wäre jetzt noch geil. Es blitzt und donnert und regnet nach wie vor. Hört ihr es plätschern, obwohl wir im Tunnel sind? Das ist jetzt doch ein kleiner Bug, oder? So, dann sind wir auch gleich da. In Gevelsberg West. Öffne die Türen. Schau mal, vielleicht haben wir jetzt noch ein bisschen Glück hier, einen einzufangen. Ah, falsche Seite. Na, kommt noch was?
Scheint nicht so. Dann machen wir Türen verriegeln. Abfahrt. Auf geht's nach Gevelsberg Kipp. Da wäre ein schöner gewesen. Immer zu spät. Ah, ist das hier schon? Leck mich am Arsch. Oh. Stopp, 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 stopp. Oh ja. Das war aber jetzt... Boah. Alter Schwede. Sorry Leute, ihr könnt heute hier in Gevelsberg leider nur den zweiten Wagen besteigen. Ja. Es liegt am Sturm. Ich schieb's auf dem Sturm. Alter Schwede. Verspätung circa eine Minute. Ach ja, es geht doch noch. Habt ihr das gemerkt? Oh. So, 900 Meter. Muss ich jetzt drauf aufpassen, ey. Das war aber eine Vollbremse par excellence, ey. Haltegenauigkeit 6. So, das wird mir aber diesmal nicht passieren, so viel ist sicher. So. So, nächste Station. Ein anderer Zug hat berichtet, dass er gegen einen umgestürzten Baum geprallt ist. Reduzieren Sie Ihre Geschwindigkeit auf nicht mehr als 40 km/h und fahren Sie vorsichtig an den Unfallort vorbei. Ja, da haben wir es jetzt. Die ersten Sturmschäden oder Sturmschwierigkeiten machen sich bemerkbar. Reduzieren Sie Ihre Geschwindigkeit auf nicht mehr als 40 km/h. Ja gut, das wissen wir ja. In der Nähe des Unfallortes, 147 Meter. Das ist da vorne schon, da wo der Zielpunkt ist.
Fahren Sie nicht schneller als 40 km/h. Ja, okay. Dann bleiben wir da mal einfach jetzt. Zu spät sind wir eh. Bleiben wir einfach auf der Geschwindigkeit jetzt. Da wird man doch schon freundlich hin drauf hingewiesen, dass was zu schnell ist. Habt ihr es gelesen? Geht es ja natürlich noch bergab. Das macht die ganze Sache nicht einfacher. So, jetzt können wir mal wieder ein bisschen rollen lassen. Oi. So, da liegt der Baum auf der Strecke. Ihr seht's. Dahinter steht der Zug, der da vorgefahren ist. Der Kollege hat natürlich Feierabend jetzt. Na gut, wahrscheinlich wird der Triebkopf noch fahrbereit sein, sodass sie den wahrscheinlich jetzt in den nächsten Bahnhof schleppen werden. Und von dort aus dann weiter in den ins BW, hätte ich fast gesagt. Ihr wisst, was ich meine. Gebelsberg knapp. So, dürfen wir jetzt schneller fahren? Werden wir gleich sehen. Aber allzu viel brauchen wir jetzt auch nicht mehr aufschalten, weil wie gesagt 1,2 Kilometer. Und 90 ist jetzt eh gleich, von daher bleiben wir mal geschmeidig hier auf den unsere 75. Wir fahren dann jetzt in Gebelsberg knapp ein. So, das hätten wir dann auch erreicht. Bin gespannt, wie es weitergeht. So, 3 Kilometer ist auf jeden Fall ein rotes Signal. Thank you.
So, Hagen Westerbauer. Ist das unser nächstes Ziel? Also wir kommen jetzt mittlerweile in Hagen an. Sollen wir in gut einer Sekunde sein. Ja, heute ein wenig später. Aber das ist ja bei diesem Sturmwetter jetzt auch nicht so verwunderlich. Und ich finde, da kann man der Bahn auch keinen Vorwurf machen, weil da geht ist einfach Safety First und da kann man nicht jetzt genau auf den Fahrplan schauen. Ist jedenfalls meine Auffassung. Weil hier geht es einfach um Menschenleben, hier geht es um die Gesundheit und da muss man auch schon mal ein bisschen Abstriche in der Pünktlichkeit machen. So, Hagen Westerbauer. So, und als nächstes wird dann wohl Hagen Hauptbahnhof kommen. Gehe ich jetzt einfach mal aufgrund des roten Signals von aus. Das alles andere macht keinen Sinn. Wegen des intensiven Wetters und anderen bereits in Schwierigkeiten befindlichen Zügen beenden Sie bitte den Dienst hier und warten auf weitere Anweisungen, während wir den Rest der Strecke auf Schienen untersuchen lassen. Oh, okay, dann würde ich sagen, endet das Szenario hier an dieser Stelle. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber gut, dann ist das so. Dann werden wir Hagen Hauptbahnhof gar nicht mehr erreichen. Haben Gold erreicht, trotz unserer diversen Verspätungen hier. Ihr seht's, ne? 5:05 Uhr, 5:07 Uhr. Na gut, da war pünktlich 5:10 Uhr zu spät, 5:13 Uhr zu spät, 5:15 Uhr zu spät, 5:17 Uhr zu spät, 5:23 Uhr zu spät, 5:25 Uhr zu spät, 5:27 Uhr zu spät und 5:32 Uhr zu spät und 5:34 Uhr zu spät. Also wir waren durchweg zu spät, aber wir haben trotzdem Gold erreicht. Ich hoffe, dieses Szenario hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ihr hört mich dann in einem der nächsten Videos wieder. Bleibt bis dahin gesund, bleibt mir treu, passt auf euch auf, macht's gut, ciao, servus und tschüss, euer der Danny Spieters. Bye, bye.